Moin Moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt da die Mathilda! Genau. Uhuhu. Die nette Mathilda hat mir ein neues Töff-Töff repariert, gebaut. Und jetzt fahren wir Gangster-Manier mal los. Die Richtung war das, ne? Ja, wieder zur Waffenfabrik. Ne, die andere. Genau. Um Heinrichs Reste zu holen und uns da noch ein bisschen gut zu holen. Genau. Waffenfabrik. So, bisschen kühl. Ich hab nur meinen Schlüpper an. Ach, die restliche Rüstung hätte ich auch mal hier lassen können. Naja. Kommt's ins Auto. Fahr mal vor. Okay, danke. Gefällt dir dein neues TÜV-TÜV? Ja, Stufe 5. 100%. Ich gebe mir jetzt auch gerade Mühe, nichts zu überfahren. Regnet, du bist nass, danke. Jo, ich bin auch nass. Oh, schön hier. Nicht mehr als 25 fahren stand da. Bin mal gespannt, ob die Hupe vom Motorrad dann auch noch so knallt. Oder vielleicht eine andere Hupe, wäre cool. Mm. Hat das Fahrrad auch eine Hupe gehabt? Ja. War das auch so eine scheiß Ich glaube. Ja, okay. Glaube. Dann werden sie. Kannst du es ja ausprobieren, wenn wir da sind. Dann werden sie sich wahrscheinlich keine Mühe gemacht haben und dann noch andere Sounds eingebaut zu haben. Also. Stell dir mal vor, wenn wir dann ein Auto irgendwann haben und das macht dann auch noch. Trollt. Ja. Katze, was hörst du jetzt? Hm? Ja, jetzt du bist Katze. Ja, auf meinem Schoß. So, als ich im Gebäude war, war außerhalb viel los. Vogel haben wir hinter uns schon. Hinter dir. Hm. Ich habe links beim Unterdachten da geparkt. Oder da, boah. Komm her, Vogel. Nee, jetzt ist er hinter dir her. Schön. Komm her, Vogel! Ich will dich. Hast du? Hast du? Hast du? So, ich pack gleich mal das Fahrrad ins Menü. Aber vorher muss ich noch mal kurz was testen. Und fahren wir mal ganz kurz. Er hat genau dieselbe Scheißklingel. So, im Menü aufnehmen geht das doch. Hat auch ein Storage? Was? Ja. 3, 6, 9. Ist das neu? Keine Ahnung. Vielleicht haben wir uns das auch nie genau angeschaut. So, jetzt packe ich das Fahrrad in Storage. So. Genau, ich mache die Tür wieder zu, weil sonst kommen Hunde rein. Das wollen wir natürlich. Folgt mir mal. Ich habe hier die Tür auch verschlossen. Hier kamen Zombies, von oben kamen hier Zombies. Mhm. Alle nachgespawnt. Hier geht's raus. Hier geht's in den Garten. Garten Eden. Mhm. Zum Kleiner. Nett. Und dann geht's hier weiter. Hier gab's diesen Arbeiteraufstand. Mhm. Und nicht hier, sondern weiter links haben sie mich gefressen. Hier unten muss das, glaube ich, gewesen. Und auf der anderen Seite. Das waren aber schnelle Zombies. Oh, hier ist ein Pool. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Hier ist dein Zeug. Da ist ein Zombie. Oh, hinter mir auch. Oh, hinter dir ist ein schneller. Oh.
er tot? Ja. Ich muss schnell mich verbinden. Ich nehme alles. Oh, wo ist der Verband? Verband, Verband, Verband. Kann ich wieder alles nehmen? STGA? Nee. Komm. Oh, wie konnte man alles aus dem Rucksack nehmen? Aua! Aua, 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 Hilfe! Aua! Arschloch. So, ich gehe erstmal zum Fahrzeug und muss mich organisieren. Außerdem bin ich voll. Und das erste, was ich mache, ist die Schrot nachladen. Sortiert. Und du killst gerade fleißig alles? Ja, ich schaue mich hier vorsichtig Stückchen für Stückchen um. Gucke, wo hier Zombies lauern. Ich komme da mal wieder rein. Ich mach das. Nicht wundern, ich mach die ganzen Türen wieder zu. Seid ihr? Ah, hier hast du schon alles durchsucht. Hier ist ein Tor, was gesperrt ist. Und jetzt habe ich auch endlich wieder eine Taschenlampe. Ich muss bald wieder auf Eisenbolzen wechseln. Hi. Wie sind die denn? Auf der anderen Seite? Na, da oben irgendwie, zwischen dieser Kohlerutsche. Oh, schnell, schnell, schneller, Zombie. Komm her. Schädel weggeballert. Gefühlt. Sie steht. Ach so. Sie ist tot. Ja.
Diese Fresse, ich poliere sie dir. Au! Dich habe ich doch schon fast getötet gehabt. Ah, diese Flinken, ne? Die gehen dann echt auf den Sack. Mhm. Aber hier ist auch nichts, nur irgendwelche leeren Dreckskisten. Na, da hinten sind noch Kisten. Mhm. Machen wir die Tür zu. Mal hier vorsichtig gucken. Nicht, dass sie von oben kommen. Nö, kommt nix. Wieder ein Pinsel. Motor. Hier oben sind Bolzen. Oben links in der Karton. Hm. Das kannst du ja gleich nehmen. Stoff hast du nicht gefunden oder so, ne? Ein Flanellhemd habe ich gefunden. Okay, ich zerreiß es. Mach daraus Verbände. Kann ich schon mal einen Erste-Hilfe-Verband machen. Cool. Bei den schnellen Zombies ist das ja nicht unwichtig. Oh, hier ist ein Tresorraum. Ich mach mal hier zu. Hast du einen gefunden? Normaler? Normaler. Da ist aber noch einer, ne? Und links steht noch direkt ein Biker hinter der Säule. Ich lock den mal an. Okay. Schön in den Hintern geschossen. Okay. Dann gucke ich mir mal hier den Raum an. Mhm. Mit Safe. Oh, hier sind noch zwei. Und hier ist gleich so ein Schießübungsplatz. Ich komme zu dir. Jo, hier ist ein Schneller. Zwei Schnelle. Komm aus der Ecke da raus. Ja, ich bin dabei. Ah, lass uns hier mal rausgehen. Ach, scheiße. So, Schrot nachladen. Oh, hinter dir. Mach mal das. Jetzt gucke ich mir den Raum an. Okay. Hier ist ein und irgendwo dahinter meckert es. Ja. Mein Plan ist, den Safe schnell kaputt zu schlagen und dann soll er doch durchbuddeln, ist mir auch rumpel. Ich glaube, das Gebäude hat sowieso diese dicken Betonwände oder was es ist. Also die besten der besten. Da kommen die nicht so schnell durch. Pompongbogen zerlegen. Munition. Brauchst du noch Holzen? Och, würde ich nehmen. Warte. Wir machen sie hier. Danke. Ja, kann man schießen. Was probiert man ernsthaft? Ja, gehen sie ja kaputt, ist ja scheiße. Kommt man da durch? Passiert da? Ist ja hinter vielleicht was?
Oh, 22 Schwefel dahinter gefunden. Oh. Aber hinterm Heu war nix. Ich weiß noch, früher haben sie ja immer da mal Kisten oder so versteckt. Stimmt. Oh, nicht wundern, ich mach die Tür mal wieder zu. Oh. Ah, ich treff nicht. Links und rechts hast du durchsucht? Nee, nur links. Links mache ich dann wieder Tür zu. Oh, warte, warst du auch oben? Nee. Oben bin ich nicht hochgegangen, nein. Oben ist die Waffenkiste. Bei den abgehangenen Decken muss man immer gucken, da verstecken sie gerne was. Ja, was glaubst du, woher die ganzen Zombies vorhin kamen? Genau von den abgehangenen Decken. Oh. Und auch hier mache ich wieder die Tür zu. Oh, okay. Meine Bolzen. Ah ne, Pfeile sind das, Entschuldigung. Ja, wenn ich Bolzen habe, schmeiße ich sie dir hin. Hier ein Pfeil. So, achso, hier hinten wollten wir erstmal. Oh, hier ist Kantine. Hunger? Und hier ist auch was kaputt. Immer hoch. Und oben sind bestimmt Hunde oder sowas. Oh, eine Schatzkarte. Alter, sowas hat man schon ewig nicht mehr gehabt, ne? Mhm. Das ist ja cool. Brauchen wir noch einen Grillrost? Mhm. Oh, wer kommt denn da angekraucht? Hä? Machst du schon. Ah, von da oben. Schraubenschlüssel. Da kommt der Vogel! Baseball! Das ist cool, mit Rechtsklick auf die Vögel hauen, die fliegen so richtig geil weg. Braucht man da Schraubenschlüssel? Nee, ne? Ich hab jetzt einen mitgenommen. Einen habe ich sowieso immer dabei, aber die sind... Ja, ja, ich auch. Dann zerlege ich die. So, dann will ich, können wir nach oben, ne? Ja. Ich bin allerdings voll beladen jetzt. Ich auch. Wir können ja auch erstmal, uns entladen. Wir können ja hier so an der Seite nach vorne gehen und ich habe Holzrahmen mit. Mit denen können wir dann hier wieder hochklettern. Oh, Abkürzung. Vogel! Scheiße! Mein Bein ist verstaucht. Oh, ich treffe das scheiß Viech nicht! Ich danke. Ich hab. Du hast nicht zufällig, links mit? Ja, ich versuche hier gerade irgendwie zeitlich hinzubauen. Also wenn du runterspringst, verbrichst du dir das Bein. Ich weiß bloß gerade nicht. Stehen in meinen. Ach, oh, ganz anders. Ah, Zombie! Ach, ich kann mir selber eine Schiene bauen. 20 Zombies hinter mir. 20? Gefühlt, ja. Komm hier nicht tiefer. Ja, ich muss da gleich bessere Frames bauen. Ich wollte nur schnell runter. Toll, ich hab was fallen gelassen, super, aber ich blute wieder. Ah, oh, dieser Scheiß! Ich blute. Ich glaube, die Frames hätten wir von unten bauen müssen. Mhm. Bist vorne am Fahrzeug? Mhm. Gut. Nur ja auch nicht auf eine Mine treten, das wäre echt.
Also echt so ein schneller Zombie, das ist... Hast du keine Chance, ich bin schon wieder halb tot. Ich habe eine Schiene dran gemacht. Warum wird das mir nicht als geschient angezeigt? Was willst du, Tussi? Ich glaube, wir müssen mal zusammenlegen. Hast du noch einen Stofffetzen oder eine Schiene? Einen Stofffetzen hab ich ja hier. Wird immer noch Holz. Es wird nicht mehr angezeigt, wenn es geschehen ist. Ach, toll. Okay, zusammenlegen, ja. Was hast du im Auto? Messing, Eisen, Klebeband, Blei. Warte, das ist schon mal geil. Das ist schon mal geil, warte. Dann kannst du das hier. Warte. Ah. Messing habe ich schon mal hier. Blei. Plastik. Nein. Nägel und Patronenhülsen und Schießpulver hast du auch nicht. Patronenhülsen und Schießpulver. Dann hast du mir doch schon mal geholfen. Dann kann ich ja mal kurz gucken, was ich hier noch drin habe. Dann kann ich vielleicht bei dir was freimachen. Mhm. Also ich habe verschiedenste Art von Munition. Also ich habe 9mm. 9mm, 7,6. Kannst du mir geben? Nee, ich habe nur 9. Ach, hier ist auch noch Messing drin. Kriegst du gleich von mir. Kann ich da Nägel reinpacken? Boah, Plastik kommt da nicht mehr rein, muss ich tragen. Ich denke, das reicht dann auch, weil schon mal auf die Uhrzeit. Wo wollen wir da übernachten? Können wir. Hier ist nochmal. Oh, hier ist nochmal Messing. Hier sind Patronenhülsen. Quatsch. 9 mm, genau. Meine ich ja. Dann ist mein Wägelchen voll. Ich habe noch ein bisschen Platz. Ich muss noch. Denk dran, wir müssen morgen auch ein bisschen was verteidigungsmäßig bei uns zu Hause noch machen. Morgen ist Tag 35. Also ich würde morgen hier nicht mehr so wahnsinnig viel drin rumlooten wollen. Da lieber jetzt noch ein bisschen länger und morgen dann nicht mehr. Ah, hast du noch Frames dabei? Ja. Gut. Ja, genau, bau von da. Die andere Seite war ein bisschen unschön. Ach, warte, das war doof. Hehe, sorry. Hier ist gerade das Glas abgefallen, als du dran bauen wolltest. Du hast damit das Glas kaputt gemacht. Okay. Jetzt habe ich keine Frames mehr. Gut, ich auch nicht. Aber ich kann ja noch welche machen. Am besten auf dieses Dach, da wo, sind wir ja gewesen. Oder auch dahin. Gucken wir mal, wo wir da reinkommen. Könnte schon. Reicht. Reicht schon. Hier oben sind Vogeleierplätze, Nester. Und über mir ist ein Vogel. Ich will schnell rein. Hier ist ein Eingang. Mach mal Tür zu. Erstmal gucken, ob die Schrot geladen ist. Ja. Oh, die kommen hier durch. Bauarbeiter-Zombie. Ey, bleib doch da. Geht hier hin.
Die versuchen durch die andere Wand zu kommen, oder was? Jo. Cool, jetzt haben wir hier eine Schießscharte. Ja, die machen hier gleich eine neue. Super. Ey. Das sind ja Wanderzombies. Jetzt fallen sie da gleich runter. Wie viel kostet das da, diese Fläche da wegzumachen? 2000. Und bei dir? 1000. Läuft. Oh, hier hängt sogar Pfeile. Oh. Mach Platz! Schön ein Kreuzfeuer nehmen. Ah, damit habt ihr nicht gerechnet, hä? Daneben. Der nicht. Na, sind das alle Pfeile gewesen? Oh, jetzt haben wir nicht, dass wir uns hier echt den Weg hier noch aufgemacht haben. Hier. Da unten ist der Eingang. Oh, Vogel! Ach. Kommt her, ich spiel Baseball mit euch. Komm her, Baseball. Alter. Ich hab ihn da aufs andere Dach da geschmettert. Oh, guck mal. Man sieht von oben, dass da einer, als ich da unten oder du drunter warst, versucht das Dach kaputt zu machen. Man sieht richtig die Schadenstruktur von hier oben. Oh ja. Außen ganz doll und dann immer links weniger. Ja, schon wieder halb tot. Ja, du bist im Weg. Ja, ich weiß. Bin ich immer. Ja, also hier ist nix. Auf das große Dach, wo die ganzen Zombies runtergekommen sind, da hätten wir hingemusst. Ja, dann sag ich mal, dann gehen wir raus und fahren nach Hause. Boah, ich laufe hier noch einmal rum kurz. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oh. Upsi-dupsi. Schläfst du oder bist du tot? Ah, er schläft. Ah, sind da noch mehr? Ups. Bist du runtergefallen? Ja. Gut, dann würde ich sagen, raus. Oh, er springt. Der ist hier hinterher gesprungen. Das war ein Harakiri-Zombie. Wo bin ich? Wie komme ich hier wieder raus? Oh, ich. Ach so, da, ach, das ist nur ein. Das sind nur Brennzombies. Oh, schmeiß doch nicht die Zombies nach mir. Nee, die sind ja runtergesprungen. Cool, der kommt da aus einem Schmelzofen. Schmelzofen-Zombie. Und hier sind noch ganz viele Zombies. Und du rennst in die Zombie-Falle.
ein bisschen lang. Kannst du nicht aus der Richtung, wo wir gekommen sind? Was? Ich kann gerade gar nichts. Ich weiß nämlich nicht, wo ich bin und wie ich ja, hier du musst wieder rauskomme. Ah, fuck! Ich hab Rennzombies hinter mir. Und ich habe keine Ahnung, wo hier der Ausgang ist. Ich schon. Schön für dich. Ich glaube, ich habe dich gesehen. Ich sehe dich langlaufen. Ich versuche, mich bei dir reinzubauen. Oh. Scheiße! Los, helf mir, Zombies. Ich will da rein. Oh, von hinten! Die sind mir gefolgt! Wie kommt ihr denn hierher? Und die sind alle schnell! Ja, der einzige Ausweg, den ich habe, ist nach unten! Ja, ich habe jetzt ganze Party. Wuhu! Ich bin auf dem Moped und fahr weg. Ich lock sie weg. Ich fahr einfach. Kommt her, ihr kleinen Zombielein! Kommt, los, ich fahr euch hier weg. Kommt, kommt, kommt. Kommt ihr? Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder oben. Nee, ich hätte mich ja gern durchgebohrt. Ja, ich suche hier gerade jetzt nur den Ausgang. Bin wieder oben. Weil auf dem Dach sind auch noch zwei Schnelle, ne? Ja. Hilfe, Ausgang, Ausgang. Ich hab den Ausgang. Pass aber auf, da sind Zombies. Ich versuch sie langsam wegzulocken. Ja, ich bin draußen. Ich muss jetzt nur noch einen Weg nach unten finden. Ja, unten sind noch viele Zombies. Au! Wer hat mich geschlagen? Die verfolgen mich nicht. Der Vogel tötet mich! Geh weg! Geh weg! Ich treffe den Vogel nicht und er tötet mich! Hierher. Warte, ich komm runter. Ja, unten gleich zum Moped und wegfahren. Ich weiß auch gerade nicht, in welche Richtung wir fahren müssen, aber... Ich glaube in die... Und dann nach rechts. Hier, ach ja, hier. Und schnell nach Hause, ey. Oh, scheiße, ja. Scheiße, ich bin halb tot gewesen. Ja, aber ich sehe nicht besser aus. Die haben unsere Frames genutzt. Den ersten Haufen, von denen ich entkommen bin quasi, die sind einmal rumgelaufen und haben die Frames genutzt. Die Arschlöcher. Genau, darum hatte ich gerade das Problem. Da waren noch wieder ein, zwei Schnelle dabei und ja. Also ich weiß nicht, gegen die Schnellen komme ich noch nicht so gut an. Ich gebe jetzt hier schon mal. Nein, ich bin infiziert! Das war mir gut, dass wir Antibiotika zu Hause haben. Ja, Honig haben wir auch. Waren schon lange nicht mehr infiziert, ne? Mhm. Es geht nicht mehr so schnell, was ich eigentlich gut finde. Ich werde dann das Moped erstmal nicht aus. Nee, einfach hinfahren nach Hause. Ich gebe dir Vollgas. Und dann ab rein. Ey! Was denn? Du hast mich angefahren. Ey, schon wieder! Hey, ich hab dich überholt bei mir. Du hast mich voll umgefahren. Server-Synchronisierung passt dann auch nicht. Nee, ich hab dich ja überholt. Aber die Zeit mit dem... Ich wollte deine Garage gerade öffnen.
weil ich so nett bin. Ja, morgen können wir schon wieder reparieren hier. Ja. Und uns vorbereiten. Das heißt, da nicht wirklich viel, denke ich, morgen passieren wird, denke ich mal, können wir auch sagen, wir sehen uns morgen Abend wieder, oder? Ja, glaube ich, machen wir so. Sehen wir uns morgen Abend wieder zum Blutbrot nach. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Genau. Ansonsten, Hello. Haut rein. Ciao. Tschüss.